Herzlich willkommen zu einem weiteren Part Let's Play The Last of Us. Wir sind jetzt hier immer noch in der Kirche mit Bill unterwegs, wegen dem Auto. Eine Gruppe Ryan hat am meisten, habe ich das nicht vorgelesen, im letzten Part. Falls nicht, dann könnt ihr hier ein Päuschen machen und euch das eben durchlesen. Oder hattet jetzt genug Zeit, euch das durchzulesen. Wir gehen jetzt mal weiter. Zack. Ellie, komm schon. Sonnenuntergang. Dort. Da ist die Schule. Okay. Bereit? Werden wir sehen. Mega Ausblick. Sieht mega geil aus. Romantisches Plätzchen, wenn die Zombies nicht wären. Nee, ja, aber. Jo. Toten sind nicht wieder auferstanden. Na komm, du musst dir das nicht noch angucken. Lecker. Hier war wohl eine kleine Gangbang-Party. Die Pimmelfreunde haben sich hier gehäuft. So, machen wir uns mal hier auf den Weg nach unten. Hinter dem Tor kenne ich mich überhaupt nicht aus. Kein Thema. Alles gut, Bill. Ich habe alles im Griff. So. Hey, das Fläschchen nehmen wir mit. Seid ruhig. Das ist immer ein gutes Ablenkungsmanöver. Für die Kollegen. Von der Bild. Natürlich für die Klicker da oben scheint eine Menge los zu sein da oben. Tja. Hab da ein bisschen zu viel Klerasil benutzt. Und Business abstechen. Da läuft ja nur hier direkt bei uns in der Nähe rum. Müssen wir den ausschalten? Scheiße, der Kollege da hat uns gehört. Oder? Ja, hat uns gehört. Ich habe mich auch mit dem Messer gestorben, oder nicht? Boah, ist das gefetzt. Die Beine zerschnippelt. Ui. Er ist tot. Wo kommen die da? Komm aber jede Menge. Eine Nahkampfwaffe, eine Klinge für einen noch weiteren Stoß hinzu. Hier. Besser, wenn wir es etwas ruhiger angehen jetzt. War jetzt keine gute Aktion. War ein bisschen zu laut. Können ja alle ausschalten, aber wir müssen nach und nach mal einen killen. Jetzt ruhig gekillt. Mach nur so weiter. Keiner mitbekommen. Der da hinten tokelt leise vor sich hin. Ist jetzt keine anderen hier. Da sind halt noch andere Klicken. Den Monokopf-Cocktail benutzt nicht. Erst wenn es brandgefährlich wird, dann benutzen wir den Molotow-Cocktail. Oder? Da ist einer. Zwei.
Eigentlich wollte ich den anderen hier locken. Aber er wollte nicht ganz. Schwirrt jetzt hier rum. Ja. Wollen wir jetzt einfach mal ran. Das dauert sonst zu lange. Pass auf! Genau so. Ui. Gefetzt, Alter. Mega geil. Und? Oh, Scheiße. Beide weggeballert. So. Die sind wir schon mal los. Bisschen Magnum-Muni. Aber hier werden noch welche rum. 1, 2, 3. Da ist denn hier los, Alter. Unheimlich. Bombe. Ich weiß nicht, ob man uns sieht. So. Scheinen so hintereinander vorweg zu gehen. Na, der andere Kollege ist woanders. Können wir uns den jetzt hier mal vorn knüpfen? Waren es jetzt noch zwei? Jo, die sich da drüben befinden. Ein bisschen rumtorkeln. Dieser. Den haben wir schon mal erledigt. Still und heimlich. Bisschen kramen wir uns den jetzt auch noch sofort. Aber hier oben auch schon rüber. Listen to my heart. It means nothing to you. Listen to my heart. Ach ja, nicht viel getroffen. Läuft gerade richtig gut hier. Da würde ich mal sagen, knüpfen wir uns den vor, bevor uns nachher von hinten erwischt. Da war die Bande erledigt. Bombe. Gut ausgestattet. Mit Molotow, Bomben. Alles im Start. Jetzt einen Molotow zwischenwerfen können. Wäre schneller gegangen. Aber vielleicht können wir das jetzt noch. Na kommt. Yes. Ey, der wischt. Nein. Ey, Bento. In dem Gelände. Alles erledigt. Haben wir es erledigt. Ich glaube, das war's. Sehr gut. Wir sind noch nicht sicher. Unsere Freunde hier. Wisst ihr Bescheid? Wird's jetzt hier mal wieder so richtig zur Sache gehen. In dieser Stadt. Ich schaue mich natürlich wieder ein bisschen um. Wenn wir noch was anderes finden. Moment. Jetzt weiter. Ich habe einen Schlüssel. Aber. Wir sollten sehr leicht. Ach, guck mal, Beagle hat einen Schlüssel. Guck mal, gar nicht lang. Ganz ruhig. Da ist schon zwei rum. Ich habe nur noch einen Messerstich über. Da ist auch noch einer.
erstmal die Flasche genommen. Gucken, ob ich... die zwei ablenken kann. Könnte mir dann den... Oh. Ich hab schon direkt zu mir gerät. Aber einer ist schon mal ganz abgehauen. Auch nicht schlecht. Aber zumindest... Oh, kommt wieder. Bisschen zu früh gefreut. Sehr platt. Noch lauter Bier. Ui. Schädel. Gut, kaputt geht. Box. Kein anderer mehr mitbekommen. Das war noch so ein bisschen eine Kneipenschlägerei hier. Alles gut gegangen. Alles gut gemanagt. Da läuft ein Klicker rum. Da oben war doch auch irgendwas. Da. Was sehe ich da noch? Das ist ein normaler Zombie. Da haben wir noch einen Klicker. Aber natürlich den Bogen ist ein bisschen ruhiger. Ein bisschen. Und das ist jetzt ein Klicker, aber. Das ist der gefährlichste hier. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier rumkommt. Der uns gesehen hat. Ach, die beiden bleiben einfach mal geschmeidig da stehen. Ich denke, mag keiner kommen. Und hier können wir natürlich auch rein. Ist jetzt hier kein. 1, 2. Da oben sind auf jeden Fall 3 normale Zombies. Und einen Klicker haben wir hier. Das wissen wir ja schon. Der steht da hinten. Den werde ich mir jetzt mit einem Pfeil und Bogen holen. Sauber. Scheiße. Ist er tot? Yes. Wüst. Aber er lebt noch. Ich nehme mal die Knarre. Falls was los ist. Dann sollten wir uns den mal da oben holen. Gehen wir mal da rüber. Ist er schon der Freund? Glaube ich, eine Pulle Bier, wie er aussieht. Na komm. Sieh dein Ende entgegen. Immer dem Licht nach, mein Freund. Schnickerbohnen. Ja, aber wie schon ist öfter gesagt, schickes Apokalypse-Design haben sich echt mega geil was einfallen lassen. Oh, hab ich gesehen. Er kriegt einen Haken. Er ist ja platt. Noch keiner mehr hier, oder? Ich dachte, es wären 3 Zombies. Habe ich mich wohl geirrt. Ja, Flasche habe ich schon. Brauche ich keine neue mehr. Und Ziegel brauchen wir auch nicht. Aber ich brauche meine Pfeile wieder. Einer ist leider kaputt gegangen. Jetzt haben wir, glaube ich, noch 3. Den Klappe halten. Muss ich auskommen. Aber naja, hier beende ich das Let's Play. Wir sehen uns im nächsten Video von The Last of Us. Ich verabschiede mich. Euer Gamer. Big, big, big Buddha to the sea von Games for You. Adios, amigos, muchachos.